Meine Lieben, es geht los. Ich hatte das eigentlich gerade schon soweit gemacht. In letzter Sekunde habe ich dann gesehen, dass noch jemand kommentiert hat. Das war die Doris Merling. Ja, die habe ich jetzt noch mit aufgenommen, habe dann verkündet, dass jetzt Schluss ist, weil irgendwann muss ja auch die Vorbereitung mal gemacht werden. Und ja, das kleine Mäuschen darf ja nicht ewig aufbleiben. So, ich denke, dass wir das bis 20 Uhr über die Bühne haben. Ich habe hier die ganzen Zettel nochmal rausgeholt. Ich habe sie aufgemacht. Ich werde jetzt vorlesen, wer teilnimmt. So, als erstes habe ich hier die Rebecca Bastel Chaos Queen. So. Ich möchte gleich. Hier, Rebecca mit der Arschbombe in den Lostopf. Dann habe ich hier die Gudrun Elzer. Ab in den Lostopf. Ich habe hier die Doris Merling. Ab in den Lostopf. Ich habe hier IX Katja XI. Auch die Katja geht in den Lostopf. Ich habe hier Siri Relüm. Und auch du gehst in den Lostopf. Ich habe hier Atelier Kunstkreis. Ab in das Töpfchen. Ich habe hier die liebe Bastelfee. Ab ins Töpfchen. Ja, gleich möchte ich. Du darfst gleich ziehen. Hier kommt Kerstin Janssen. Auch in den Lostopf gehüpft. Das Kätzchen Bibi geht ebenfalls hinein. Steffi Kreativ, du bist auch drin. Es Absinth, du bist auch dabei. Die liebe Miss Fruchteis, ab ins Lostöpfchen. Oma, ich mag Fruchteis. Ja. Die liebe Basteleule, die sich drücken wollte, du bist dabei. Andrea Manken-Mertsch, du bist auch dabei. Hopp, hopp, hinein mit dir. Iris Unbehauen, ja jetzt aber schnell. Oma, bitte gleich. Ich Connys Bastelecke, auch du bist dabei. Oh, ich möchte gleich ja, machen wir gleich jetzt. Miss Wintercandy, du bist dabei. Kreativ Melli, du bist ebenfalls dabei. Regina Albrecht, auch du bist dabei. Wer sich wundert über die Einsen dahinter, die waren zur Kontrolle für mich, damit ich niemanden vergesse. Nadjas kreative Welt, auch du darfst in den Lostopf. Bina Smith, du bist auch dabei. Finifi, da sind wir mal gespannt, hüpf rein. Stefanie K., auch du darfst reinhüpfen. Ina Wiegand, da sind wir doch gespannt. Nur spring, hopp. Und Heike Simu, auch du bist dabei. So, meine Lieben, jetzt wird's spannend. Es wird geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt. Mama, jetzt habe ich geschüttelt. Schüttelt, genug geschüttelt? Ja. Möchtest du jetzt den Gewinner ziehen? Ja. Ja. Und weißt du, Oma? Oh, nee, nur einen Gewinner gibt es. Nur einen. Einer kann gewinnen. So. Dann zieh mal ein Zettelchen. So, dann gibst du das jetzt der Omi. Ich hab. Naja, gib Oma Zettel. Ich hab. So. Herr Becker. Das weiß ich nicht. Ach, hätte sie gerne, Schatz. Nein, die Gewinnerin ist IX
Katja XI. Liebe Katja, in der Infobox schreibe ich meine E-Mail-Adresse rein. Bitte kontaktiere mich innerhalb von 3 Tagen, dass wir die Adressen austauschen können. Ja, ich sage herzlichen Glückwunsch. Hm? Ja, und sagst du auch herzlichen Glückwunsch, Katja? Katja. Ich bin immer noch so nervös. Ich freue mich für dich, Katja. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Gewinnen. Ja. An alle anderen, nicht traurig sein. Bei der 200 wird es wieder eine Verlosung geben. Und so schnell, wie wir jetzt die 100 geschafft haben, so schnell schaffen wir auch die 200. Davon bin ich überzeugt. Ja, in diesem Sinne, das war's, meine Lieben. Wir sehen uns wieder in einem anderen Video. So long, tschüssi und bye bye. Bye bye, tschüssi. Ja, da bin ich doch glatt nochmal. Jetzt hätte ich ja beinahe was ganz entscheidend Wichtiges vergessen. Ne? So, hier seht ihr meine Einstellungen. Ja, hoch. Da gehen wir jetzt hier mal auf die Community. Da sind die Abonnenten und die Gewinnerin sollte möglichst da sichtbar sein, damit diese Auslosung auch gültig ist. So, jetzt schauen wir mal nach der Katja und da ist sie. Da ist die liebe Katja, ich markiere sie, da. Es ist alles in Ordnung. Katja, du bist sichtbar. Und ja, nochmals viel Spaß mit deinem Gewinn. Meld dich innerhalb von 3 Tagen bitte bei mir wegen der Adresse. Ja, in diesem Sinne wünsche ich jetzt wirklich viel Spaß damit und tschüssi.